Sein Name klingt bereits nach Basketball. Brian Neeson gehört zu den Nachwuchstalenten bei den Dresden Titans. 20 Jahre jung, seine Spezialität sind Dreierwürfe. Sein Talent ist gut für die Titans. Brian ist mal ein sehr angenehmer Charakter, bringt eine tolle Arbeitseinstellung mit. Ist einerseits Spieler bei uns in der Mannschaft, aber glänzt auch im Verein als FSJler, wo er einen tollen Job macht. Er hat sich selber so ein bisschen vorgenommen, dass er der sich am meisten verbessernde Spieler wird dieses Jahr. Und er ist auf einem ganz tollen Weg. Brian Neeson ist ein klassischer Quereinsteiger. Erst seit 6 Jahren spielt er Basketball, in dieser Saison zum ersten Mal in Dresden. Der gebürtige Arnstädter gehört zum Anschlusskader. Er ist die Nummer 2 hinter Philipp Lieser. Brian ist ein unheimlich guter Spieler. Er spielt gute Defense und wir wohnen auch zusammen. Verstehen uns super, auch abseits des Feldes. Und auf jeden Fall, seine Zeit wird noch kommen. Und er macht immer einen sehr guten Job, wenn ich dann sozusagen eine kurze Auszeit brauche. Gegen das Schlusslicht aus Leitershofen ist dies recht schnell der Fall. Bereits im ausgeglichenen ersten Viertel wird Brian Neeson aufs Feld geschickt. Wohl auch, weil die Stammformation ihre Probleme hat. Der Favorit tut sich schwer, wohl wissend, dass die erste Playoff-Teilnahme in der Vereinsgeschichte längst beschlossene Sache ist. Schwierig war es in der ersten Hälfte bei uns, dass wir mit der falschen Intensität gespielt haben. Wir waren sehr unkonzentriert, haben dann aber noch Sachen probiert, die neu waren. Und deswegen hat es am Anfang nicht so geklappt. Der Test geht ordentlich daneben. Erst recht im zweiten Viertel. Ob mit oder ohne Brian Neeson steigt die Fehlerquote der Titans. Leitershofen, mit gerade einmal 4 Saisonsiegen nach Dresden gereist, trifft kontinuierlich. Gerade die Dreierquote der Gäste ist bärenstark. 58% ihrer Würfe von außen finden den Weg in den Korb. Die Titans Defense verdient in dieser Phase ihren Namen nicht. Mit 48-40 für Leitershofen geht es in die Pause. Die Mannverteidigung ist das, was uns bisher ausgemacht hat in der Saison. Jetzt wollen wir schauen, dass wir noch 2, 3 Alternativen auch zu unseren hinzufügen. Und ja, das war erstmal ganz schön löchrig. Ja, da werden wir am Montag lange über dem Video sitzen und analysieren, wer da in die falsche Richtung gelaufen ist, weil da haben wir noch deutlich Arbeit vor uns. Eine ordentliche Pausenansprache und siehe da, die Titans können Basketball. Wie ausgewechselt agieren die Dresdner im 3. Spielabschnitt, gehen rasch in Führung und bauen diese aus. Mit auf dem Feld ist Brian Neeson. Selbst wenn er gegen Leitershofen keine Punkte erzielt, der Trainer ist mit seiner Rolle im Team zufrieden. Er spielt eine ganz tolle Saison, hat sich eine feste Rotation erarbeitet, mit ganz wenig Minuten angefangen und sich viel Vertrauen erspielt und bin sehr froh, dass er da ist. Froh sind sicherlich auch die Kids der nächsten Titans-Generation, denn ist Brian Neeson nicht mit dem Pro-B-Team unterwegs, trainiert er die Basketballer von morgen. Das freiwillige soziale Jahr im Verein macht es möglich. Also meine Hauptaufgabe im FSJ ist es, die Arbeit mit Kindern. Dort betreue ich Kinder von der 1. bis zur 9. Klasse in Grundschulen, Mittelschulen, Gymnasium und trainiere denen dort in den Schul-AGs. Außerdem läuft gerade erfolgreich unsere Schulliga, wo jetzt im April die Finalspiele sind. Und es macht natürlich einen riesen Spaß, den Kindern zuzusehen und mit denen zu trainieren und zu arbeiten. Spaß macht auch der Schlusssport der Titans. Am Ende brennt gegen Leitershofen nichts mehr an. 89-79 heißt es für Brian Neeson und sein Team. Jetzt sind es nur noch 2 Spiele bis zu den Playoffs. Und dort möchte das junge Titans-Team ordentlich mitmischen.